Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisp. Im letzten Part haben wir ja uns umgeguckt und ich hatte keinen Schimmer, wo wir weiter müssen. Ich habe jetzt noch immer nicht wirklich einen blassen Schimmer, aber wir wollen erstmal das hier angucken und dann überlegen wir uns weiter, was jetzt eigentlich Sache ist. Weil hier habe ich irgendwie das Gefühl, fehlt uns eine oder zwei Fähigkeiten. Hierfür brauchen wir auch die eine Fähigkeit, wofür wir die hier brauchen. Und ja, hier leuchtet ziemlich viel. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also ich muss dann mal umgucken, aber erstmal will ich da hin. Und dafür müssen wir hier links lang. Wenn wir schon hier noch stundenlang was suchen, damit wir wenigstens ein bisschen Erfolgserlebnis haben. Verkackt. So. So, hier nach oben. Auf die Ranken aufpassen. Genau, hier zum Lumasee. Ah, ich weiß schon, wo das ist. Das ist ja doch da, wo wir nicht weiter können. Oder? Müsste doch... Nee. Ist gar nicht mal da, wo ich dachte, dass es das ist. Stimmt, genau. Das kann ich ja hier so... Genau, hier einfach durch. Hier nach unten können wir nicht. Ah, verdammt, aber wir fliegen auch hier runter. Nein. Muss ich hier den Weg gehen? Ah, ich fliege einfach durch die Gegner durch. Egal. Ah, ich glaube, hier kommen wir aber auch nicht hin, weil wir wahrscheinlich dafür irgendeinen Schlag oder so brauchen. Irgendwas blockiert das wahrscheinlich. Aber warte, hier können wir hinkommen, wenn wir dafür sorgen, dass... Ah, wir können Unterwasser das sogar benutzen. Verdammt. Eigentlich sollte ich vielleicht rausspringen. Ah, Kacke geflogen. Ah, er muss mehr... Ups, falsch. Ja, so schnell kommen wir nicht hinterher. Ah, nee. Mehr so stehen. Ah, das scheint besser zu funktionieren. Nein! Ah, verdammt. Das ist scheiße geflogen. So. Ja, das hat uns ja richtig gekillt. Egal, wenn wir dabei sterben. Ich will es halt so oft versuchen, bis wir tot sind. Ja, das, was jetzt der Fall ist. Und wo spawnen wir? Das Spiel weiß es selbst nicht. Black Screen, nice. Hier, okay. Ah, guter Start. Muss mich halt hier festhalten und dann hier rüber. Genau. Und das ist halt da, wo wir nicht weitergekommen sind. Wenigstens haben wir das da.
Ja, egal, wir haben es geschafft. Ich komme hier nicht weg. Egal. Wir TP'n uns einfach weg. So, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar finde ich hier einfach bei dem Eisgebiet keinen Weg. Aber es gab ja noch einen Eingang zum Eisgebiet. Und zwar, wo der Bär hier ist. Auf den habe ich total vergessen. Und da möchte ich mal gucken, ob der noch schläft. Oder ob der vielleicht schon wach ist. Ich meine, es ist... Er hält seinen Winterschlaf, von daher denke ich, der wird wahrscheinlich noch schlafen. Aber wir haben ja jetzt neue Fähigkeiten. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie damit wecken. Genau, da musste man das so machen. Nee. Huch, haben wir das? Ja, okay, gut. War mir gerade unsicher, ob wir das Secret schon haben, aber haben wir, ja. Wo lang? Bitte mich nicht beißen. Wie kommt man nochmal zum Bären? Hier nach oben. Hier. Und dann hier, genau. Bauerspitze. Der Bohnenquell und Luma sehen. Da war auch ein Moki. Der ist nicht mehr da. Vielleicht war der Eingang. Oh. Wir betreten nun das Reich des großen Baur. Ori, er liegt voraus und schläft, müde von dem langen Winter, den der Verfall ihm brachte. Doch die Erinnerung des Waldes hat den Frühling nicht vergessen. Vielleicht können wir auch Baur daran erinnern, wenn wir ihn wecken können. Ah ja, okay. Also jetzt sind wir richtig. Drücke X, um mit dem Moki zu sprechen. Ich stehe hier schon sehr lange, aber der Bär wird einfach nicht wach. Vielleicht versuche ich noch einmal, ihn zu kitzeln, wenn ich etwas Größeres als einen Grashalm finde. Wir haben eine Feder, ob er das meint. Immerhin macht das auch einen Wind. Jetzt können wir zum Beispiel schlagen. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich eine auf die Nase geben will. Ah, okay, wir können ihn nicht schlagen. Ah, das können wir einsetzen. Das können wir einsetzen. Ah. Okay, schlagen konnten wir nicht, Gott sei Dank, aber wir konnten ihn mit der Feder kitzeln. Ja. Der Eingang ist jetzt nur noch offen. Aber er schläft noch, okay. Er hat nur genießt. Ah, das war das Secret. Okay, gut. Also haben wir einen weiteren Eingang. Vielleicht kommen wir ja dann von da irgendwie da oben runter und können dann da irgendwie das öffnen. Immerhin, da ist was. Gerüchte. Aha. Turley. Turley war doch, der da, oder? Ja, genau. Das war Turley. Auf dem Berg. Ah, okay, ja. Dann wird das unser erstes Ziel sein. Dann werden wir wahrscheinlich halt dahin müssen als nächstes. Verloren im Paradies. Und zum Schluss wahrscheinlich dahin. Weil das so weit weg ausschaut. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber das sehen wir ja dann. Okay, gut. Oh, der Moki ist weg. Ja, okay. Eigentlich wollte ich ihm sagen, dass das offen ist, aber er ist schon weg. Wir können mit dem Bären sprechen. Machen wir mal. Ich habe von deiner Ankunft geträumt, Geist. Aber du kommst zu spät und dieses Land ist zu hart, zu kalt.
Die Frühlingsblüten schlummern unter dem Eis, hoch oben auf dem Berggipfel. Es gibt nichts zu tun, außer zu schlafen. Okay, sagt er noch was? Nee, er schnarcht. Oh, ich kann gerade nicht schlagen, aber wir können über ihn drüber, okay. Bauspitze. Okay, also haben wir doch noch einen anderen Eingang zum Eisgebiet gefunden. Das ist schön, ich dachte schon echt, ich wäre hilflos verloren. Ist das ein Mistelzweck da oben, oder? Können wir das... Nee, okay, das können wir nicht öffnen. Zumindest nicht mit unserem Hammer. Wie viel XP haben wir eigentlich? Nicht XP, sondern... Erfahrungspunkte, ich weiß nicht mal, wie man das nachguckt. Da unten, 3400. Huch, was war das? Eigentlich wollte ich da abdingsen. Muss ich einfach da drauf? Ich rutschte immer runter, okay. Wie soll ich die denn benutzen? Ich weiß das doch nicht. Muss ich die erst aufwärmen? Vielleicht. Aber wir sind rübergekommen. Oh, irgendwas hat auf uns geschossen. Wenn ich den Stein runterwerfe, fliegt er nicht auf Bau? Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, das fliegt auf seine Schnauze, aber es fliegt vor ihn. Okay. Ja. Wartet kurz, ich brauche einen Bogen. Ging die Feder mal. Nein. Ich will das ja... Mann, ich will das hier abschießen, genau. Ich habe irgendwas da oben erwischt. Das Problem ist, ich kann nicht... so gut zielen. Mann, spawnt er auch so schnell wieder nach. Und das Ding ist, er zielt immer auf die Gegner, ich will aber darauf. Danke. Ha. Da waren ich und Ori nicht einer Meinung. Ich wollte die ganze Zeit das Ding angreifen, Ori wollte die ganze Zeit die Insekten fokussieren damit. Okay, da können wir aber rauf. Ich verstehe es nicht. Das haben wir abgeschossen, verstehe. Können wir da irgendwas machen? Vielleicht mit der Feder. Oh, Entschuldige. Ne, mit der Feder können wir das auch nicht aktivieren. Weiter nach oben kommen wir auch nicht. Das kaputt machen können wir auch nicht. Ich meine, wir haben ja hier eh... Da können wir auch nichts anzünden. So. Kurz heilen noch. Haben wir hier was geöffnet. Vielleicht hilft uns da ja irgendwas. Eine neue Fähigkeit wäre mal wieder nett. Oh. Oh. Windstoß erzeugen? Wo? Hä? Drücke X, um einen Windstoß zu erzeugen. Ah, um das anzuzünden. Oh. Ah. I see. Oh oh. Verdammt. Zu spät gesehen. Wie viel kann der rüberkommen? Kann ich das kaputt machen? Nee. Nein. Oh nee.
Nein, ich komme hier nicht hin. Verdammt. Einfach mich hier hochglitschen. Funktioniert auch nicht. Wir wären fast gestorben. Ah, damit können wir das auch. Ich will hier hoch eigentlich. Dieses Ding nervt. So, danke. Okay. Haben wir jetzt alles gewärmt? Scheint so ein bisschen, zumindest ein bisschen. Hier, da. Muss ich da was machen? Nee. Au. Hier kommen wir noch immer nicht hin. Ist das gewärmt? Ich weiß nicht, zieht noch immer Eis. Na, oh. Au. Was ist denn das für ein Vieh? Aber jetzt ist ja alles gewärmt. Okay, das ist schön. Nein. Sag mich wieder ein. Verdammt. Ah, um da hochzukommen wahrscheinlich. Kann ich das angreifen? Nee. Au. Okay, spuckt mich wieder runter dann. Au. Ich kann auf jeden Fall eins sagen, ich mag dieses Eisgebiet jetzt überhaupt nicht. Spuck! Okay, wir haben zumindest das hier. Das sind alles nur XP. Nein. Ah, war mir zu nah. Das war halt auch so ultra nervig, weil die einen so richtig nach unten werfen. Ich weiß leider nicht, wie ich hier rüber kommen soll. Ah, geschafft. Gott sei Dank. Aha, ein Hebel. Für? Ah, da unten. Und hier kommen wir dann wieder zurück. Tap, 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 tap. Boah, das war knapp. Da hätte er uns fast wieder zerbissen. So. XP brauchen wir. Mana. Das ist aber noch immer vereist. Okay. Schade. Ah ja, genau. Da war ja noch... gerade überlegt wohin, aber das haben wir ja gerade geöffnet gehabt. Hier also lang. Komme ich hier irgendwie nach oben? Nee. Als ob das sich nicht ausgeht. Mann. Hier ist noch immer alles eingefroren. Aha, ich sehe. Da ist ein Gorlek, ein Böser. Ah, hier können wir aber trotzdem runter, auch wenn sie eiskalt ist. Wir müssen das da nach hier rüber verfrachten.
Ja, verdammt. Nee, wir sind viel zu schwach. Nein! Ah, verdammt. Ich wollte es langsam aber sicher hier rüber machen. War auch ein guter Ansatz. Nein, gegen die Wand. Och nee. Oh, der hat ein Schild, lol. Oder hatte eines. Verdammt, wir müssen das anzünden. Ich meine, der Try war nicht schlecht. Ich meine, es ist halt gegen die Wand geflogen. Ja, ich hab's immer weiter nach oben anstatt weiter nach rechts getan. Das war blöd. Das ist so schwer. Nein, drüber. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, verkackt. So, ich darf es nicht zu weit, ich bin zu schlecht dafür, dass ich so weit wegwerfe. Ah, erwischt, nice. Oh, upsala. Man kann es auch wieder auspusten, gut zu wissen. Oder wahrscheinlich wichtig sogar zu wissen. Das wird man sicher brauchen. Okay, erwischt. Dann werde ich ja jetzt vorsichtiger sein. Nicht, dass ich es nochmal auspuste. Ah, das kann ich zerstören für XP. Ich könnte hier ein bisschen Feuer entnehmen, aber es geht leider nicht. Naja gut, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier weiter das Schneegebiet hier untersuchen und schauen, ob wir irgendwas hier finden. Ja, und dann würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Ori and the Will of the Wisp wieder. Und ciao.